Krieg gegen die Ukraine. Wie geht es mit der deutschen Militärhilfe für die Ukraine weiter? Truppen der Ukraine haben in der russischen Region Kursk eine dritte Brücke zerstört und die russischen Truppen damit von der Versorgung abgeschnitten. Rumänien. Sorge um Bodenqualität, da Dürre das Land austrocknet. Vor Sizilien ist eine Segeljacht gekentert. Viele Passagiere konnten gerettet werden, doch noch immer werden Menschen vermisst. Nach Beschluss des Haushaltes hat die Ampel geplant, keine weiteren deutschen Militärhilfen für die Ukraine bereitzustellen. Die Berliner Regierung rechnet damit, im Haushalt 2025 nur noch 4 Milliarden Euro bereitzustellen, fast die Hälfte der 7,5 Milliarden Euro aus diesem Jahr. Das deutsche Außenministerium wies Behauptungen zurück, wonach Berlin-Kiew im nächsten Jahr keine Unterstützung gewähren werde. Der Haushaltsentwurf wird nun im Bundestag analysiert. Évidemment, cela va avoir un impact en termes surtout, je pense, financiers. Quant à l'aide militaire concrète en termes de matériel apporté, on voit quand même que la Pologne devance l'Allemagne à ce niveau-là. On sent bien que ce sont les pays limitrophes de l'Ukraine qui participent davantage. Il faut noter le cas particulier du Royaume-Uni qui apporte également une contribution de loin supérieure à celle de la France, de l'Espagne ou de l'Italie. Seit 2022 haben die Union und ihre Mitgliedstaaten 38 Milliarden Euro für Militärhilfe gespendet, wovon 28 Milliarden Euro aus Deutschland kamen. Die deutsche Hilfe wurde hauptsächlich in Form von Geldmitteln geleistet, zu denen noch 5 Milliarden Euro im Wert von Waffenlieferungen der deutschen Streitkräfte hinzukommen. Die G7-Länder diskutieren die Möglichkeit, einen Teil der 300 Milliarden US-Dollar an gefrorenem russischen Vermögen zu verwenden, um die Ukraine mit militärischer Hilfe zu versorgen. Non, ça ne pourrait pas constituer vraiment une ressource pérenne pour appuyer les Ukrainiens dans leur résistance face à la Russie. Il faut bien se rendre compte que ces quelques 300 milliards, si mes souvenirs sont bons, devront être éventuellement distribués entre plusieurs pays, et c'est au G7 que la question va être débattue et négociée. On ne sait toujours pas quelle sera l'enveloppe qui sera attribuée aux différents États. On ne sait même pas d'ailleurs s'il y aura un accord pour, je dirais, mobiliser cette réserve. Et encore une fois, cette réserve, ce sera du one-shot. Ce ne sera pas une mesure structurelle qui pourra permettre de s'inscrire dans le temps long. Nur die USA gewähren der Ukraine mehr Militärhilfe als Deutschland. Die derzeitige US-Regierung versprach, diese Unterstützung beizubehalten. Aber der republikanische Kandidat Donald Trump kündigt an, sie im Falle seiner Wiederwahl zurückzuziehen. Im litauischen Rudninkai hat der Bau einer Militärbasis für eine deutsche Brigade begonnen. Nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine vor 2,5 Jahren hatten Vilnius und Berlin die dauerhafte Stationierung einer deutschen Brigade in Litauen vereinbart. Demnach solle ein gefechtsbereiter und eigenständig handlungsfähiger Kampfverband dauerhaft in dem baltischen Land angesiedelt werden. Es wurde vereinbart, dass die meisten Soldaten, rund 80%, in der Region Rudninkai stationiert sein sollen. Insgesamt wird die Brigade etwa 5000 Soldaten umfassen. Bis zum Jahr 2027 soll der Verband einsatzfähig sein. Im Rahmen des Projekts soll in der ersten Bauphase die Infrastruktur zur Unterbringung der Truppen geschaffen werden, sowie Verwaltungsgebäude und Lager für militärische Ausrüstung. Russische Quellen haben bestätigt, dass ukrainische Truppen in der Region Kursk eine dritte Brücke über den Fluss Sejm zerstört haben. Die russischen Einheiten auf der südlichen Seite des Flusses sind jetzt allein auf eine Pontonbrücke angewiesen. Am 16. August war eine Brücke in der Region Gluschkowo von einem ukrainischen Angriff getroffen worden. Gluschkowo liegt etwa 12 Kilometer nördlich der ukrainischen Grenze und etwa 16 Kilometer nordwestlich der Hauptkampfzone in Kursk.
Der Kommandeur der ukrainischen Luftwaffe hat am Sonntag erklärt, dass seine Einheiten eine zweite Brücke zerstört haben. Dazu zeigte Generalleutnant Mykola Oleschkuk ein Video des Luftangriffs. Und die dritte Brücke wurde Berichten zufolge am Montag im Dorf Karisch attackiert. Die Zerstörung der Brücken über den Sejm gilt als entscheidender Schritt für die Ukraine, um ihre Offensive in Kursk fortzusetzen. Denn Moskau hat jetzt Probleme, seine Truppen südlich des Flusses zu versorgen. Kiew versucht möglicherweise in der Region Fuß zu fassen oder will zumindest zeigen, dass die Ukraine in der Lage ist, dies zu tun. Durch die Zerstörung der drei Brücken haben die ukrainischen Streitkräfte bis zu 700 Quadratkilometer Gebiet in der Region Kursk isoliert oder eingekesselt. Laut US-Außenminister Antony Blinken hat Israel einem von den USA unterstützten Vorschlag für einen Waffenstillstand mit der Hamas im Gazastreifen zugestimmt. Bei seinem Besuch in Jerusalem traf Blinken den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu, der offenbar erklärte, er wolle Differenzen mit der Hamas überbrücken. In a very constructive meeting with Prime Minister Netanyahu today, he confirmed to me that Israel accepts the bridging proposal, that he supports it. It's now incumbent on Hamas to do the same. Es ist jedoch noch unklar, ob Israel sich wirklich, wie von der Hamas gefordert, aus dem Gazastreifen zurückzieht. Bisher hatte Netanyahu das abgelehnt. Zahlreiche Israelis versammelten sich vor Blinkens Hotel und forderten ihn auf, Netanyahu zu einem Abkommen mit der Hamas zu drängen. Viele vertriebene Palästinenser in Gaza glauben nicht mehr an Blinkens Vermittlungen. هذه الزيارة العاشرة المكوك اللي هو بكسب وقت عشان قد ما بيقدر يبيد في الشعب الفلسطيني أكثر فأكثر. أما أنا بتوقع منه فشل. فشل ومزيد من الضغوط على مين؟ على الجهة اللي إحنا الأضعف. Nach Israel reist Blinken nach Kairo weiter, wo sich die Vermittler erneut treffen, um einen Waffenstillstand zu erreichen. Die rumänischen Landwirte haben Schwierigkeiten, ihr Land zu bewirtschaften. Dürre verwüstet das Land und die Qualität des Bodens gibt sowohl in diesem als auch für die kommenden Jahre Anlass zur Sorge. Im Südwesten Rumäniens sagen Landwirte, dass sie angesichts des Zustands des Bodens nicht einmal die Herbsternte vorbereiten können. Die Landwirte haben den rumänischen Landwirtschaftsminister um erhebliche finanzielle Unterstützung gebeten, damit sie ihr Land weiter bewirtschaften können. Der Minister hat ihnen 200 Euro pro Hektar zugesagt, allerdings erst im Oktober. Este un an atipic. Practic din mai anul trecut nu am mai avut o ploaie adevărată. A fost ploi scurte, ploi puține, cantități de precipitații foarte puține. Am traversat iarna fără să vedem o baltă pe câmp. Au venit temperaturile foarte mari și de perioadă lungă. Acest lucru a făcut ca să distrugă culturile de porumb și cele care au fost irigate. Am văzut cultură de porumb care a fost irigată și căldura mare a blocat-o, a distrus. Es gibt keinen Tropfen Wasser im Boden, was bedeutet, dass zu trocken ist, Dünger aufzunehmen und für die Ernte der nächsten Saison vorbereitet zu werden. Ohne Geld und mit tausenden Hektar, die sie nicht bestellen und dann abernten können, hoffen die Landwirte im Südwesten Rumäniens auf Hilfe, bevor die Dürre ihren Lebensunterhalt noch mehr beeinträchtigt. In Teilen Südeuropas wüten erneut Waldbrände. Im Südosten Frankreichs, im Departement Hérault, standen mehr als 350 Hektar Kiefernwald in Flammen. Tausende Campingurlauber mussten ihre Wohnwagen und Zelte verlassen. Nach Angaben der Behörden seien die Feuer mittlerweile unter Kontrolle. 4 sapeurs-pompiers étaient sur place, 27 véhicules sur place pour 3000 personnes à évacuer. Brennende Wälder auch in Portugal. Auf der Urlaubsinsel Madeira war am Mittwoch ein Feuer ausgebrochen. Noch immer kämpfen die Rettungskräfte gegen die Flammen. Este fogo foi fogo muito perigoso, que derivou, não tenho nenhuma dúvida, de fogo posto em zona inacessível e durante período em que Maier não podia atuar. Rund 160 Menschen mussten am Sonntag vorübergehend ihre Häuser verlassen.
Laut Behördenangaben konnten mittlerweile 2 von 3 Feuerfronten unter Kontrolle gebracht werden. 5000 Hektar Vegetation sind von den Flammen bereits zerstört worden. Vor der Küste von Palermo ist an diesem Montag eine Segeljacht gesunken. Behördenangaben zufolge sei das 50 Meter lange Luxusschiff am frühen Morgen offenbar aufgrund eines Wirbelsturms untergegangen. An Bord seien 22 Menschen gewesen, 15 Personen konnten gerettet werden. Laut der italienischen Küstenwache wurde im Innern des Bootes eine Leiche gesichtet, sie konnte noch nicht geborgen werden. Stunden nach dem Unglück wurden 6 Personen vermisst. Allora, alle 3:30 di stamattina siamo scesi in barca, mentre che io aspettavo i marinari per andare a fare una battuta di pesca, ho visto questi lampi e il cielo non mi piaceva e ci siamo fermati dentro i banchini, aspettando che passava questa perturbazione. Verso 4:05 ha colpito il paese di Porticello, la tromba marina, e ho messo tanta paura dentro il porto, la barca si è messa sopra un fianco all'interno della banchina. Das Unglück ereignete sich vor Porticello im Norden Siziliens, rund 1 Kilometer von der Küste entfernt. Taucher der Feuerwehr sind vor Ort, um das Schiff in rund 50 Metern Tiefe zu untersuchen. Das Segelboot fuhr unter britischer Flagge. Der Großteil der Passagiere an Bord kam laut Medienberichten aus Großbritannien. Die Überlebenden wurden medizinisch versorgt. Ein kleines Mädchen wurde in das Kinderkrankenhaus von Palermo gebracht.